Der taiwanische Vizepräsident William Lai hat bei einem Zwischenstopp in den USA die Entschlossenheit seines Landes bekräftigt, vor autoritären Drohungen nicht zurückzuweichen. Wir müssen mutig und stark sein, um Taiwan auf dem Weg zur Demokratie voranzubringen, sagte Lai bei einem Mittagessen in New York. Frieden und Sicherheit in der Straße von Taiwan ist nicht nur Taiwans Problem, sondern eine internationale Angelegenheit, die alle Länder der Welt betrifft. Wenn Taiwan sicher ist, ist die Welt sicher. Wenn in der Straße von Taiwan Frieden herrscht, herrscht auch in der Welt Frieden. Lai unterstrich in New York, er sei auf der Basis von Würde und Gleichheit bereit, mit China zu sprechen und sich um Frieden und Stabilität zu bemühen. Er werde aber die Souveränität Taiwans schützen. Lai, der auch als Spitzenkandidat für das Amt des nächsten taiwanischen Präsidenten bei den Wahlen im Januar gehandelt wird, befindet sich in den Vereinigten Staaten auf einem offiziellen Zwischenstopp auf dem Weg nach Paraguay zur Amtseinführung des neuen Präsidenten des Landes. Paraguay ist eines von nur 13 Ländern, die offizielle Beziehungen zu der von China beanspruchten Insel unterhalten. China verurteilte Lais Zwischenstopp in den USA und bezeichnete ihn als separatistischen Unruhestifter.